Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum nächsten Part von Last of Us 2. Und zwar geht es diesmal darum, dass wir uns in dem kleinen Wäldchen hier fortbewegen. Ah. Das ist alles so dreckig. Letztes Mal hatten wir mit den scheiß Stalkern zu tun, die was quasi um die Ecke auftauchen und nur Scheiße reden. Ich wette, das sind solche Wölfe. Habe ich das mit Schalldämpfer? Safe nicht, aber wir nehmen mal den Bogen, Mann. Seltsames Pfeifen hört sich nie gut an. Schauen wir, wer diese Idioten sind. Fuck! Alter, ich wusste es, Mann. Jetzt Zeit zum Rausziehen, Alter. Halte R gedrückt. Du Wichser. Mann, Alter. Piss dich, Mann. Jetzt pfeift deine Mutter an. Junge! Wie sieht das? Alter! Da noch welche? Ja, da ist hinter mir, ne? Okay. Der ist da, Mann. Alter, wie groß ist denn das Beil geworden? Okay, wir legen uns immer hin. Irgendwas kann ich bauen. Okay, lass mal den Mann durch. Haben wir es nicht checkt. Das kann ich auch, Alter. Warte, hier war John Rambo. These must be the scars. Doesn't matter. Einfach auf die gegnerische Fraktion getroffen, Mann. You better not have strung her up. Okay, der hat was gedroppt. Hey, wann ist denn der gestorben, Alter? Okay, da sind wir jetzt gerade low. Dann wechseln wir hier auf das Quer. Aber die Scars sind ja echt brutal, Mann. Also die hauen ja echt rein. War alles wie ein Pfeifen. Ich dachte, wegen dem Pfeifen sind sie eigentlich Wölfe, aber ne. Ist nicht so. Okay. Here's the road to the hospital. Müssen wir halt aufpassen, dass sie uns halt nicht direkt sehen. Hier in der Öffentlichkeit. Ui. Aber eigentlich haben wir schon ziemlich viele ausgeschaltet, Alter. Also ich habe mir halt nicht gedacht, man, dass das Beil so groß ist. Es sah nämlich so auf dem Boden richtig klein aus. Und plötzlich zieht sie da so ein 3-Meter-Ding raus.
Also ich schaue noch hier hinten hin. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Ich meine, in so einer Situation Munition ist crucial. Crucial. Oh, schau, da ist auch noch was. Okay. Hat der auch noch was? Na gut, gleich mal mit dem Knie in die Fresse, ey. So. Okay. Mal schauen, nicht, als dass der jetzt irgendwie auftaucht, ey. Kann ja auch sein, dass urplötzlich ein Klicker oder so, dass da ist. Oder diese Stalker-Typen wieder. Das wäre halt ziemlich scheiße. Medikit muss ich auf jeden Fall fertigen, ey. Das würde ich sogar als Prio bezeichnen, weil sonst stehen wir nicht lange. Okay, mal hoch. Ja, die fliegen da oben weg, ne? Okay. Da haben wir nix. Jetzt können wir dann gleich was fertigen, oder? War nett, dass es ich brauche. Medikit bevorzugt man. So, muss mich kurz einmal muten, Alter. Lass mal da reinschauen. Okay, das sind eigentlich nur so Upgrade-Teile, Mann. Es pfeift auf jeden Fall. Mal nachladen. Pistolenmunition. Sollten wir vielleicht schauen wegen die Upgrades. Da bräuchte ich noch ein paar Fetzen. Was habe ich gesagt? Upgrades, Alter. Nur 32, ja. Schockbomben werden zu Rauchbomben. Es ist, glaube ich, ziemlich vorteilhaft, Alter. Weil dann bringt es mir nämlich auch, bringt mir auch was gegen die normalen Leute. So wie ich es halt gedacht habe, draußen geht es nicht mehr weiter. Also, da drin geht es halt nicht mehr weiter. Wir müssen raus, damit es weitergeht. Das ist das Richtige. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir, du Hurensohn? Ja. Das nennt man klassische Musik. Alter, es ist safe irgendwo. Safe irgendwo noch so ein solche Ska-Leute, Mann. Oh lol. Der hat sicher was hinterlassen. Falls jemand diesen Zettel findet, meine Frau Paige war im alten Konferenzraum Ecke Picker. Man, that sucks. Ja, das ist ein bisschen scheiße, ne? Also ich glaube, dass die Frau nicht mehr wartet. So, und Charlie klatscht mal jetzt drauf.
Okay. Das heißt, es geht doch nicht durch das Haus durch, sondern es geht unten weiter. Über die Straße. Ah. Upp, da ist was. Drei Schüsse, Alter. Other way. Ja. Ich könnte halt einen zweiten fertigen, also eine zweite Rauchbombe, aber was ich jetzt gerade brauche, wenn wir die Materialien eher aufhalten. Also aufheben, das aufhalten. Ja, das ist. Das fühlt sich so an, als würde gleich wieder jemand mit dem Pfeil auf mich schießen. Würde es beide erwischen? Ja. Ich überlege gerade, wie ich den am besten. Oh. Na komm. Mann! Ich hab Muni. Ich hab das Gefühl, dass ab und zu einfach mal. Ah Mann! Ich habe halt ab und zu das Gefühl, dass dieses scheiß Visier einfach komplett wegrutscht, ey. Also. Dass ich zwar drauf bin. Geht er wieder weg? Also wir sind blöd. Komm! Okay. Sorry, ich muss ein bisschen schreien. Ab und zu denke ich mir, what the fuck, Alter. Dräng dich da durch. Hä, warum hat sie das jetzt erwischt? Waren das alle? Ich glaube nicht. Oder? Ich sehe ihn halt nicht. Das heißt, es dürfte noch irgendwo wer sein, Mann. Alter, ich weiß aber nicht, wo er ist. Ich höre ihn wichsen. Der dürfte safe irgendwo sich in einen Jackson, Alter. Er schmatzt sogar noch.
Aber hier ist keiner. Bei dem geht's auf jeden Fall nicht mehr gut, dann ist er komplett zerfetzt. Das Problem ist halt, ich sehe ihn nicht. Das heißt, mich an ihn heranschleichen wird halt schwierig, wenn er nicht weiß, wo er ist. Wie wär's, wenn du hochkletterst? Oh, geht nicht, okay. Ich kann da nicht hochklettern, ne? Okay, da sind dann mal eins und zwei. Ist er gleich neben mir? Nee. Okay, da ist keiner. Aber unter mir, oder? Ja, genau. Da ist einer. Ich habe doch zwei gesehen, Mann. Einer ist drüber. Der andere ist da hinten. Kann ich den von hier erwischen? Ja, kann ich von der erste. Gut. Einer weniger. Einer ist halt über mir. Über mir, geradeaus. Da dürften sicher noch mehr sein. Das mit dem Pfeifen check ich halt gar nicht, Mann. Spring runter, Alter. Tschüss. Was ist, was ist, was ist? Rechts, Alter. Fuck off. Da pfeifen noch mehr, Alter. Kommt die alle von oben? Safe tauscht man das, Alter. Okay. Könnte noch ein paar Bomben anfertigen. Ja, da ist ein Pfeil. Die geht auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, wo die sind, ne? Sei da deine Garage draußen oder halt ganz oben? Ich schau mal, was ich hier zusammenkriegen kann. Wollen wir uns hier wirklich weiter bewegen? Also wovon ich halt definitiv überzeugt bin, dass da noch welche sind, weil die Musik läuft ja und irgendwer hat noch gepfiffen, ey. Na da, hier ist er.
Oh, da hinten. Alter, ja, das, boah, das wäre... Wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen, dass ich den da hinten krieg. Relativ weit weg. Okay. Anscheinend doch. Jesus. Oh lol, Alter, wirklich. These people are fucking nuts. Pfeil fliegt. Ja, krass. Oh Mann. Okay. Und der holen wir uns natürlich das, was sie jetzt gehabt hat. Da siehst du. Fuck, more of them. Where are they coming from? It's gone quiet. Keep eyes for stragglers. Okay, schauen wir mal, dass wir da irgendwie rüberkommen. Weniger. Er ist da gleich rechts daneben, Alter. Ja, wer geht rein? Da dürfte wahrscheinlich nur mal einer sein, da kommt er gleich von rechts. Ja. Play. Tschüss, Pocahontas. Ich weiß nicht mal, wie viele das waren. Problem ist halt, wenn sie in so eine Sprengfalle reinlaufen, dann zerteilt sie sie überall, Alter. Ja, ich sehe halt immer, wo der Rest ist, Mann. Weißt du, die kommen her, Alter, und haben dann immer Munition und sonst irgendwas. Was? Da war ja was, oder? Ach, ja doch nicht. Das sah echt komisch gerade aus. Aber ich kann gerade nichts anfertigen, Alter. Ich glaube, dass wir da rüber müssen. Oder? Nee. Das wird wahrscheinlich nett sein. Aber ich nehme mal an, dass ich da rüber muss. Ich hoffe, das war's mit diesen Scars fürs Erste. Aber das heißt natürlich dann nicht, dass irgendwas anderes nicht kommen kann, also... Wenn es keine Scars sind, können es Klicker sein oder diese Stalker, ey. Können wir dabei dann nichts anfertigen. Fehlt uns noch ein bisschen was, ne? Nee. Bin eher mehr der Fan von...
scharfen Gegenständen. Da ist ein Schloss davor. Ich glaube, dass ich mich an die Szene erinnern kann. War denn die vom Trailer? Also es sind ja nämlich irgendwo noch extrem viele Scars aufgetaucht. Und dann hat es eh so ein Bogel-Battle gegeben. Möglicherweise war das das. Aber ich bin mal damit nicht sicher. Schauen wir mal hier durch. Aber hier ist nichts mehr, Mann. Nicht einmal irgendein scheiß Loot. Da wären wir in die Tür reingehen müssen. Okay. Ja, das ist das Alter, glaube ich. Was hat denn der für ein Dickschädel, Alter? Du Pisser! Er nutzt da mein Aiming aus. Schleicht ihr, Alter! Das wollte ich ja nicht, Mann. Das glaube ich nicht, Mann. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Duck dich, du Wichser! Tschüss. Adios. Vollidiote. Boah, Alter. Wie oft ich aber in beschissene Situationen ankomme, nur weil ich kein Aim habe. Ja, schau mal, wie groß das drum ist, Alter. Das nächste Mal platziere ich einfach von so einer Tür einfach eine Mine, Mann. Dann wenn er die Tür aufkickt, kickt die Tür zurück. Ich weiß halt immer, wie das war, Alter, was ich da gemacht habe, dass das gepasst hat. Ich meine, es kann auch sein, dass es eine Einstellungssache ist, dass ich vielleicht die Kameraempfindlichkeit zu hoch habe, Alter. Dass die Empfindlichkeit einfach generell einfach zu hoch ist. Aber die Blickempfindlichkeit passt eher, aber die Zielempfindlichkeit mal 40, vielleicht ist es das. Beschleunigungsgrad ändern, wie sehr die Kamera sich verstärkt, nicht näher beschleunigt. Mal auf 90, Mann. Okay. Aber ich hätte gesagt, wir enden diesen Part hier und
gehen dann weiter beim nächsten.